Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fate Extella. Ja, wie ihr an dem Bündnislevel erkennen könnt, habe ich die Konversation nochmal wiederholt. Kann man nämlich machen, wenn man mal kurz aus der Story, aus dem Story-Modus rausgeht, wieder rein. Und dann haben wir das jetzt auf 6 erhöht. Der Unterschied zwischen den beiden Konversationen ist einfach nur, dass wir da ein wenig mehr dazu eingehen, dass wir sozusagen der denkende Teil sind, während, sagen wir mal, Neo eher die impulsiv ist, von der Gruppendynamik her. So, und wir vorbereiten uns mal ein bisschen auf den nächsten Kampf. Werde ich gerade mal gucken, ob wir das richtige, den richtigen Mystic Code gerade angelegt haben, aber es sieht erstmal gut aus. Dann würde ich nochmal gucken nach ihren Instant Skills, nämlich einmal das Verbessern unserer XP, und dann habe ich schon mal das externe Manöver verbessert. Und dann gab es ja noch diese eine Fähigkeit, die wir auch bei Kukulain schon mal angelegt haben. Mit der Anzahl K.O.s steigt dieser Effekt. Allerdings gibt es da eine Verbindung zwischen den beiden Drähten. Also würde ich mal überlegen, dass ich mal doch vielleicht was anderes mache. Dann vielleicht die Droprate der gegnerischen Items. Und so das Ganze uns noch mal ein bisschen einfacher mache, also sprich Heilungs-Items und sowas. Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, schauen wir mal lieber mal ganz kurz noch mal rein. Ja, wir könnten unsere Bewegungsgeschwindigkeit auch erhöhen, ja, aber so interessant ist das jetzt auch wieder nicht. Was ist das? Increase the Healing Power of Coldcast. Na, brauchen wir nicht unbedingt. Vielleicht das Movement Speed. Machen wir mal Movement Speed. Ich bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Und dann können wir immer noch beim nächsten Mal überlegen, was wir damit machen. So, dann steigen wir direkt mal in den Kampf ein und schauen mal an, was uns jetzt erwartet. So, wir haben einen weiteren Servant für die Nebenmission bekommen. Und wie es aussieht, gibt es jetzt in der nächsten Stage auch Nebenmissionen für Nero. So, das heißt, wir können unsere Verbindung mit den anderen Servants stärken. Wird allerdings gerne Gawain dazu nehmen, weil mit Gawain möchte ich eigentlich auch gerne öfters zusammenarbeiten. So, das heißt, wir werden allerdings im nächsten Kampf als Nameless spielen. Dazu werde ich dann auch gleich was zeigen, sobald es soweit ist. Aber jetzt erstmal gibt es wahrscheinlich ein bisschen Intro zu der Stage. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wie es aussieht, greifen wir das Hauptquartier von Tamomo an, das deutlich asiatischer angehaucht ist als bei Nero. So. So, ich bin gespannt, ob es dann direkt mit dem Kampf losgeht. Na, erstmal wird ein bisschen noch gesprochen, alles klar. Okay. F die gerade Gawain nach? Die hat gerade Gawain nach geäfft. Na gut, okay. Nicht schlecht. Die macht sich sowas von keine Sorgen. Oder zu wenig. Also ich befürchte, sie macht sich zu wenig Sorgen. Aber ich habe schon überlegt, scheiße, warum wird jetzt eigentlich Gawains Porträt angezeigt? Aber die hat ihn einfach nachgeäfft. Aber wie gut? Ja, das ist interessant. Ich glaube, die wird langsam mit unvorsichtig. Ja, also wir finden ebenfalls, dass ihr Lächeln so hell strahlt, heller als die Sonne. Wir sind dabei nicht mal poetisch, wir geben es einfach nur zu, wie es tatsächlich ist. Und wir vergleichen sie mit Venus. Oh mein Gott. Oha, wir sind aber ganz schön. Haben wir eine große Meinung von ihr? Wir sind aber sehr, ich will nicht sagen frech, aber doch sehr stark romantisch angehaucht bei dieser Story. どれだけときめかせれば気が済むのだ。まったく。これでは
Okay. Oh, hier ist jemand. Oh, ist es Tamomo? In ihrer regulären Kleidung. Und wir. Also ich. Tatsächlich mal in ihrem regulären Outfit, also so wie ich sie eigentlich kenne. Sie ist wohl in der Ansicht, dass ihre Seite die tatsächlich richtige ist. Wow, aus ihrer Sicht sind wir der Feind. Ja, Catfight! Nur 20 Jahre! Aber wir sind die richtigen Auserwählten. Also, ich weiß nicht, was sie da die ganze Zeit meinen. Oh, okay, die ist die vernünftige im Vergleich zu uns, wow. Oh, da kommt die Herausforderung. Okay, es fühlt sich irgendwie falsch an, jetzt Nameless rauszuholen in dem Moment. Also werden wir wahrscheinlich mit Nero kämpfen. Kann man auch falsch verstehen. Sag bloß, die hat Mana gesammelt. Mein anderer Ehemann, was? Also aus ihrer Sicht sind wir auf jeden Fall verheiratet, wow. Oh, scheiße. Also dafür, dass sie... Wow, die ist trotz allem sehr antagonistisch. Wow. Okay, also wir könnten ja mal zwischendurch mal doch mal Nameless benutzen. Einfach nur, um ein bisschen die Gegner ein bisschen auszuräuchern. Oh, was ist jetzt los? Wow, hier ist plötzlich abgesperrt. Und Liz greift uns an. Danke, Lisa. Alles klar. Wow, 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 wow. Wir müssen hier weg. So, ich wechsle nochmal ganz kurz auf Archer rüber. Man kann nämlich, solange man einen Sub-Servant eingeteilt bekommen hat, und das haben wir in dem Fall bei Nero, dass sie als Sub-Servant einfach Nameless hat, können wir zwischen denen wechseln und auch die Fähigkeiten, die Nero angelegt hat, auch für Archer benutzen. Boah.
Und hat ein sehr cooles Moveset. Unter anderem kann er hier die Schwerter, die er benutzt, nochmal erweitern. Boah, was ist das für ein Riesenviech? Auf jeden Fall, Archer ist an sich auch sehr, sehr stark. Einzigster Nachteil bei ihm ist, dass er, sag ich mal, mehr Skillstärke hat als irgendwie normale Angriffsstärke. Hätte nicht erwartet, dass Leiser uns angreift, direkt am Anfang. So, kein Problem, wir machen Leiser ganz normal platt. Oh, jetzt macht's ernst, wie es aussieht. Uiuiuiuiuiuiuiui. Dann wechsle ich mal ganz kurz zu Neo rüber. Hätte ich gedacht, dass die dermaßen abgehen. Wow, haben die Schaden. Boah, aber ich habe es zum Glück geschafft gegen Eliza. Wow, das war schwer. Zum Glück gibt es ein paar Heilungs-Items, aber wow, war das gerade gefährlich. So, dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Wird nämlich nicht ganz leicht. Wir haben schon ein paar Nebenmissionen gemacht. Was auch immer bei Nero war, das haben wir anscheinend nicht erfüllt. Okay. Gucken wir mal, dass wir zum nächsten Bereich kommen. Am besten da, wo diese Fabrik ist. So, wir sollten versuchen, die möglichst schnell fertig zu machen, die Leute. Wow, der Gegner gibt aber ganz schön Gas jetzt gegen Ende. Ja, versuchen wir mal, die Gegner relativ schnell auszuräuchern. Aber ich glaube, der Aggressor ist die eine rote Figur in meinem Bereich. Und da bin ich ja ganz weit weg. Gemein sowas. So, dann gehen wir mal Gawain unterstützen. Offensichtlich Probleme hat. Ah, das hat ganz schön Probleme. Dann gehen wir mal rüber zu unserem Kollegen.
Aber zumindest scheint nicht alles verloren zu sein. Na, außerdem können wir uns, glaube ich, verwandeln. Jawohl. Dann ziehen wir es einmal durch. Aber komischerweise der Bereich wiederum nicht abgesperrt und auch kein Boss zu sehen. Also gewinnen kann ganz schön was, also wenn man hört ihn ja die ganze Zeit, die am Betteln ist. Wuhu! Ja, jetzt kommen gleich die beiden letzten Aggressoren. Die machen wir dann mit unserer Fähigkeit dann platt. Ah, die sind auf der anderen Seite. Wow, was ist das wieder für ein großes Viech? Ja, das war wie vorhin, oder nicht? Egal, die machen wir platt. Ich glaube, dann kommt die Zeit von Nameless ein bisschen später. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir die Gegner hier auch alle ausschalten. Da habe ich schon mal um den da gekümmert. Puh. So, dann haben wir auf jeden Fall unseren Kollegen gerettet. Und gehen gerade mal zum nächsten Bereich. Ah, und wir sind hier schon wieder abgesperrt. Was soll denn das? Oh! Da wartet keiner auf uns. Oh, der ist auch ganz schön stark, wie es aussieht. Puh. HP hat auf jeden Fall eine Menge. Ah, und er will zurückschlagen. Aber dazu kommt es erst gar nicht. Kümmere mich erstmal um ihn, dass der schon mal weg ist. Was war denn das? Also Kanal können wir dann auch noch was erzählen, wie gesagt, wenn wir auf der anderen Story sind. Vor allen Dingen bin ich jetzt echt gespannt auf Tamamos Story. Weil allmählich kommt mir das so vor, als wenn es irgendwie beeinflusst oder sowas. So, auf jeden Fall haben wir den schon mal ausgeschaltet. Den muss ich erstmal ausschalten, den Dicken da. Wenn es, solange der ist, da ist, kann ich das Gebiet nicht übernehmen. Und komme auch nicht mehr weg hier. So, sieht aber schon mal gut aus. Schauen wir uns mal die ganzen Items und ziehen mal weiter. So, jetzt haben wir wieder einen freien Durchlass. So, jetzt versuchen wir erstmal die Fabrik dazu zu plätten. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn?
Ah, da drüben. Machen wir gleich mal platt. Ich sollte ja auch diese Exceller Moves etwas einsetzen. Deshalb machen wir das jetzt an der Stelle. Jetzt inzwischen gibt es auch mehr Gegnertypen. Also ich sehe schon die ein oder anderen, die mit Lanze kämpfen, statt mit Schwert. Manche von denen kämpfen mit Axt, manche meist mit Schwert. Dann haben wir auch Bogen schon gehabt zwischendurch. Jetzt kommt, glaube ich, gerade einer. Ja. Schon wieder in einen eigenen Teilbereich. Finde ich jetzt ein bisschen blöd, aber gut. Aber weißt du was, ich verwende mich einfach mal ganz, ganz fix. Ein Gear ist ein bisschen fixer hier. Ah, wo ist Nummer 2? Wieder auf der anderen Seite ist es. Bin ja nur am Hinterherjagen von diesem Typen. Ja, damit haben wir sie uns auch schon mal um die entledigt. So, alles gut. Dann haben wir einen Aggressor schon mal dort. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier zu dem einen Bereich kommen, wo die eine Fabrik da rechts ist. Zumindest den Bossen haben wir uns entledigt. So, entledigen wir uns mal der ganzen Gegner hier. Ich glaube, dann kann ich zwischendurch auch mal wieder Nebel benutzen. So, dann haben wir uns schon mal um den gekümmert. Natürlich versuchen die einen Aggressor hier nochmal ganz schnell auszuschalten. Auf jeden Fall, unsere Kombos sind ganz schön lang geworden inzwischen. Ja, noch einmal einen auf Wechsel machen. Auf jeden Fall, Archer auch ziemlich stark. Sein Problem ist allerdings, er hat nicht so schöne Kombos, die man zueinander formen kann, wie bei Saber, wie bei Nero. Aber er bekommt allmählich ein paar neue Skills dazu und das ist schon mal nicht schlecht. Und er hat einfach fette Pfeile, die auch noch Gegner verfolgen und sowas. Von dem her sehr cool. So, irgendwo hier ist noch ein Aggressor, da. So. Ich überlege gerade, dass wir das Ganze auch entweder als Archer beenden oder zumindest das Noble Fantasy benutzen als ihn, aber ich glaube eher, wir warten bis zu seiner Nebenstory. So, jetzt kümmere ich mich mal um den Rest. Aber zumindest haben wir anscheinend alle Territorien für uns beansprucht. Also genug zumindest. So, wo müssen wir jetzt hin? Er hat gesagt, das ist ein Ort, wo wir nicht hin können oder sollen oder wie auch immer.
Ah, ein Portal ist aufgetaucht, aber kein Boss direkt. Ja, aber es läuft eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Aber Gawain musste sich zurückziehen. Aber wir haben uns schon mal um das hier gekümmert. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Portal, wo Tamomo auf uns wartet. Wir können durchaus auch Archer benutzen, um sie ein wenig zu bekämpfen, aber ich denke, Nero sollte den Abschlussangriff machen. Das glaube ich bei dem Tempel hier. Das Portal. Ah, Tatsache. Mal sehen, wohin uns das bringt. Oh, direkt zum Thronsaal. Oh, ich habe gar kein Noble Phantasm. Ah, okay, jokes on me. Ich kann mich jetzt natürlich auch schlecht wegteleportieren oder irgendwas. Problem ist, wenn die einmal verteidigen, komme ich ja kaum mehr dadurch. Oh shit, die macht jetzt schon eine Verstärkung. Wow, die hat sich verwandelt. Wow. Dann gehe ich mal besser als Nero in Aktion. Puh. Das wird nicht leicht. Oh, okay, ich kann das gegnerische Noble Phantasm auch noch abbrechen. Ja, das ist gut. Ich hab's abgebrochen, wie es aussieht. Na, es verwandelt sich wahrscheinlich schon wieder. Ah. Wird sonst zu gefährlich für uns, wenn ich mich zu nahe bei ihr bewege. Uiuiuiui. Ah, da habe ich meinen Noble Phantasm bereit. Vielleicht dadurch, dass ich sie abgebrochen habe, wer weiß. Oh, die hat unseren Angriff geblockt. Au. Okay. Outfoxed. Finde ich gut. Auch aber kein Problem. Dafür setzen wir jetzt unseren Noble Phantasm ein. Und machen sie jetzt dafür platt. Hihi. Puh, ganz schön schwer, wenn mal ein anderer kämpft, der auch so ein Regal ja benutzen kann. Die Frage ist auch nur. Boah, ich finde den Angriff so hammer. Noch eine Nebenmission gemacht nebenbei. So, wir haben es geschafft. Aber es war schwer. Meine Güte.
Flammentalisman. Und auch Level 12, sehr schön. Neuer Kombo-Abschluss. Neue Instant-Skills. So, ja, wir haben das mit den Extra-Manövern haben wir verhauen, weil ich zu schnell HP verloren habe. Problem war ja auch vor allen Dingen Dark Eliza am Anfang. Dann das mit dem Hint-Kombo haben wir auch nicht geschafft. Dann Codecast, das haben wir ja gepackt. Und ich glaube, das mit den Extra-Manövern haben wir nicht bei Zeit geschafft, genau. Wobei auch nicht angegeben wird, in was von einem, welche Zeit man das schaffen muss. Aber gut. Hat nicht gereicht.